So, ich glaube, er läuft. Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Dreamers Channel. Ich hoffe, euch geht's gut. Hab bis jetzt ein schönes Wochenende gehabt. Ich hoffe, der Stream ruckelt nicht. Ich habe irgendwie zu jedem Projekt habe ich so ein Standard-Intro. Jedes Mal ist eine andere Situation. Warum zeigt es nicht an? Dafür habt ihr ein bisschen Musik. Okay, gut. Ja, ist ja wieder klar, es kommt Werbung. Heute werden wir ein bisschen gegen Team Magma und Team Aqua kämpfen. Vielleicht werden wir auch die Stadt noch erreichen, wo die 7. Arena ist. Ich glaube, wir haben die 7. Arena vor uns. Also haben wir eigentlich noch einiges zu tun, sozusagen. So, ist es jetzt am Ruckeln oder nicht? Ah nein, okay, ist nicht am Ruckeln. Gut. Ah. So. Gut, dann kann ich auch switchen. So. Jetzt habt ihr wahrscheinlich noch ein bisschen Black Screen. Ich glaube, jetzt ist gut. Ich hoffe es nicht. Bei mir stand jetzt irgendwie 32 Frames. Nö, ist gut. Sorry. Ich überprüfe besser, als wenn ich jetzt hier die ganze Zeit ja völlig mit Ruckler streamen würde. Ist dann auch schlussendlich ja nicht so geil. Okay. Wir haben wieder. Wir können ja hier mal wieder reinschauen. Ist hier was? Ah nein, hier hat sich nichts verändert. Okay. Also, wir müssen wieder mit der Gondel raufgehen. Ah, wir hätten eigentlich auch Fliegen einsetzen können. Egal. So. Wir können jetzt eigentlich auch durch die Wüste gehen. Wollen wir mal hier reingehen? Ich weiß, also hier gibt es sehr viele Knackleons. Das weiß ich noch. Und auch irgendwie ein Rätsel. Aber ich glaube, wir haben hier das falsche Fahrrad. Ja, wir haben das falsche Fahrrad. Weil hier muss man ganz schnell agieren und durchfahren, dass man nicht runterfällt. Und ich glaube, zu oberst ist dann ein Fossil. Keine Ahnung. Bin mir nicht mehr allzu sicher. Aber machen wir das später. Wir bekämpfen jetzt mal wirklich Team Magma. Okay. Anscheinend kommt noch ein Maril dazwischen. Ja, ist gut. Also noch zwei Level und dann sind wir mit Logok schon mal kampfzonentüchtig. Also da müssen wir nur noch ja zwei eigentlich aufleveln, dann können wir schon mal teilnehmen. Aber es wäre besser, wenn wir schon das ganze Team, ja mindestens jedes Pokémon hat 50 Level. Das wäre optimal. Das wäre wirklich optimal. Können wir auch immer variieren zwischen den Poké-Teams. Da könnten wir sogar die Kampfzone ein bisschen, ja, angehen, sage ich jetzt mal. So. Ah. Wir müssen hier durch. Wir haben ja eigentlich mit diesem Typen schon mal geredet. Oh, der Felsen reagiert auf das Magma-Emblem. Nice. So. Ja, hier sehen wir etwas, Leute. Wir haben Glück gehabt, sagen wir so. Okay. Ja. Das hier weg. Hier oben ist noch irgendein Item. Kommen wir irgendwie noch nicht hin?
Oh nein! Wir haben noch gar keinen Kleinstein. Ach stimmt, wir haben ja hier auch gar nichts eingefangen. Oder fast gar nichts. Ja, ich weiß. Wir sind hier mehr auf Competitive. Merklich auf unsere Pokémon. Und auch, dass sie verschiedene Typen haben. Oh. Nice. Ein Georock einfach. Okay. Warum nicht? Einfach ein Georock. Oh. Was? Ja, okay. 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 So. Ist mir eigentlich egal. Solange, dass wir durchkommen. Oh Mann. Es wäre nicht gut, wenn die Zigarette gegen meinen Tisch gerichtet ist. Ups. Ja, gegen. Es kommen ständig Kleinsteins. Ah nein, okay, wieder ein Georock. Dann halt. Das war vorhin wahrscheinlich eher Glück, dass wir Volltreffer gemacht haben. Ja, man sieht sich. Ja, also es wäre komisch gewesen, wenn er überlebt hätte. Oh nein! Unser Boss hat uns gesagt, wir sollen im Schlottberg Grabungen durchführen. Da haben wir gegraben und gegraben. Und dann haben wir etwas gefunden, was uns den Atem verschlug. Was das war? Ha, das verrate ich dir, wenn du mich besiegst. Warum? Warum? Ihr seid die Bösewichte. Ihr müsst doch nicht eure Pläne die ganze Zeit sagen. Egal. Egal, komm. Wenn sie wollen, können sie es ruhig machen. Ey, wir haben keine Chance, Leute. Okay. Was? Wir haben gewonnen? Oh, shit. War das authentisch genug? Wann wird Golbat sich endlich entwickeln? Es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Ja, komm, lassen wir Konfustrahl. Treffer versenkt, hat er noch gesagt. Ich verrate es dir trotzdem nicht. Du wirst das schon herausfinden, wenn du dorthin gehst. Schließlich darf man sich nicht jede Überraschung nehmen lassen. Oh. Als erstes rege ich mich auf und danach will ich es unbedingt wissen. Typisch. Ja. Ja, ja. Alles ist okay. Oh! Oh. Volle Kanne Rauch ins Auge. Oh. Das ist halt manchmal der Nachteil. Jetzt habe ich voll ein Tränenauge. Super. So typisch. Nie nach unten schauen, Leute. Ja, es wird schon wieder. Hey Leute, wollen wir es einfangen? Es war höllisch unnötig. Ja, komm, probieren wir mal, wenn es nicht geht. Ah. Wow. Oh, nice. Einfach geschafft. Nice. Weiter geht's. Ey, was ist das für eine Höhle? Ja. Also bis jetzt haben wir nur Georock, Quirtle oder Quirtle, keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht.
Stopp! Du erwartest doch nicht ernsthaft, dass ich dich einfach so vorbeigehen lasse. Doch? Warum nicht? Okay. Komm auf! Endlich mal ein anderes Pokémon. Doppelkick! Oh, okay. Ja, easy going, Leute. Oh wow, ich gebe mich geschlagen. Ja. So, weiter geht's. Was, wie, wer? Nur Mitglieder von Team Magma dürfen hier sein. Aber du hast keine Uniform von Team Magma an. Das erregt Verdacht. Kämpfe mit mir. Oder kämpft mit mir. Okay, let's go. Okay, sie hat nur ein Pokémon. Magnein. Ah, schon besser als was wir heute schon gesehen haben. Ist nicht gerade das beste Pokémon, aber besser als jedes andere bis jetzt. Ja, okay, wir haben gestern waren relativ starke Pokémon. Bei dieser speziellen Route, als wir zurückgelaufen sind. Ja, also. Ai! Mein Stolz als Mitglied von Team Magma. Tut mir leid. Okay, weiter geht's. Hier können wir gerade gegen zwei kämpfen. Aha, ein Eindringling. Oh mein Gott. Es fängt wieder an, Leute. Es fängt wieder an. Okay, wir haben den letztes Mal besiegt. Haben wir Schlitzer eingesetzt, oder? Ich glaube irgendwas in dieser Richtung. Ich mache jetzt mal. Hat jedenfalls genutzt. Irgendwas. Ja, okay. Zubat können wir auch lassen. Ja, machen wir nochmal Schlitzer, komm. Ist safe. Trifft auch jedenfalls eigentlich immer. Gra! Oh nein, ist so ein Viken. Nein! Gut. Oh, oh, ein Eindringling. So, jetzt habe ich es auch richtig auf Anhieb sprechen können. Oh, manchmal richtig lost. Okay. Pupanz? Oder Pupanze? I don't know, man kann es ja auf mehrere Variationen aussprechen. So. Das hätten wir auch jedenfalls schon mal geschafft. Come up, okay. Das haben wir ja noch nie gesehen. Oh mein Gott. Okay, Level 49. Schon mal sehr... Spiegeltrick. Erwidert gegnerischen Angriff mit derselben Attacke. Wo könnte man das einsetzen? Das kann man eigentlich nur gut einsetzen, wenn man irgendwelche starken Pokémon vor sich hat. Haben wir aber meistens nicht. Es ist halt eine Flugattacke. Das frage ich mich irgendwie, dass das nicht normal ist. Warum ist das Flug? Also wir können es ja mal ausprobieren. Wir haben ja eine Herzschuppe. Warum nicht, Leute? Okay, Murmel. Okay, weiter geht's. Ey, ist das schlimm? Wie viele wilde Pokémon das einfach uns angreifen, hier alleine in dieser Höhle. Ah, Mann. So. Okay, hier geht's irgendwie durch. Links nicht.
Schon wieder eins. Okay, so selten sind sie wahrscheinlich trotzdem nicht. Ich dachte, ja, weil ja die ganze Zeit eigentlich nur Kleinsteins oder Georocks gekommen sind. Ah, es geht wirklich nicht links weiter. Okay, gehen wir halt hier durch. Hier ist... Okay, es hat zwei Höhlen. Ja, hallo Kleinstein, schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Wo sind wir jetzt? Ich habe nichts gegen dich, aber ich habe meine Befehle. Ich hasse Hitze, ich hätte mich lieber Team Aqua anschließen sollen. Da haben wir ja sehr zwei gute Rüpel gefunden. Let's go! Okay, es sind wirklich gute. Beide haben nur ein Pokémon. Let's get it on. Okay, wir machen ganz einfach. Doppelkick gegen Kamaub und gegen Magnine machen wir Zertrümmerer. Oh, warum muss die Animation so einzeln kommen? So, dann hätten wir, glaube ich, das schon mal abgeschlossen. Es hat überlebt! Oh mein Gott, das erste Mal. Sogar Absol ist stärker als die beiden Pokémon. Ja, okay, aber Zertrümmerer ist dementsprechend nicht so stark. Wow, er kennt Absol. Oh mein Gott. Ja, komm, wir machen Biss. Das bringt eh nichts, weil er eh schon vorher besiegt ist. Also. So, bye. Gut, wir haben wieder gewonnen. Ich mag vielleicht verloren haben, aber... Ich bin tatsächlich nicht geschaffen für Team Magma. Sorry. Okay, was haben wir hier? Oh, hier ist Lava. Okay, Top-Genesung. Sind wir irgendwie schon auf dem richtigen Weg? Aber was wäre dann mit der unteren Höhle gewesen? Ich bin völlig verwirrt. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind auf dem richtigen Weg. Ab und zu bemerkt man hier Erschütterung. Ob der Vulkan daran schuld ist oder ist es Grow? Ups, ach egal, dumm-di-dumm. Dumm-di-dumm vor allem. Ah, Mann. Ja, da, ja. Oh mein Gott, ein Zubat. Okay, ja, setzen wir Feuerfähig ein. Gut, Kampf ist schon entschieden. Du bist ein hitziger Kämpfer, vielleicht wie ein Vulkan. Oh nein, eines unserer Mitglieder ist ausgerastet. Es hat ein Magma-Emblem verloren. Warte mal, du hast doch... du hast das... doch nicht etwa gefunden. Doch. Ja, so fügt alles eigentlich zueinander. Ja, sonst hätten wir ja auch das Spiel nicht weitermachen können, oder? Don't blame us. Das ist so gewollt. Okay, ja, der Kampf ist auch schnell entschieden, also muss ich ja auch nicht viel dazu sagen. Außer dass Golbat Level 29 geworden ist. Das kann ich einfach nicht glauben. Golbat, komm. Oh, ich dachte schon. Es kann noch lange dauern, bis X-Bat kommt. Schon wieder ein Quirtle. Okay, hier sind sie relativ häufig zu finden. Je tiefer, dass man zum Vulkaninneren kommt. Okay. Ich hoffe jetzt wirklich nicht.
Das ist ja schon Bossfight. Kommt man hier hin? Ah, wir sind jetzt dort bei der Anfangshöhle. Perfekt. Hey Leute. Den Weg wollte ich ja sogar gehen. Aber es ist eigentlich nur für ein Item. Dann können wir alles wieder zurücklaufen. Egal, wenn schon, haben wir die Rüpel besiegen können. Wenn Team Magma zum Appell antritt, bekommen wir wichtige Aufgaben zugeteilt. Und zwar in der Reihenfolge, in der wir angetreten sind. Da muss ich hier in der Ecke bleiben. Ich komme nämlich immer zu spät zum Appell. Das ist sad eigentlich. Ja, okay, er ist auch selber schuld, wenn er halt zu spät kommt. Aber jeder kennt diesen Moment zu gut. Okay, setzen wir einfach wieder auf safer Basis. Schlitz ein. So. Gut, ich würde sagen, ich komme auch immer zu spät zum Training. Ich gebe es ungern zu, aber ich gebe ein jämmerliches Mitglied ab. Oh, es wird schon wieder. So. Alter, der Weg. Alles für ein Sonderbonbon. Ja, bestimmt. Egal. So typisch, Leute. Es hätte nicht mal Erdbeben oder so sein können. Nein, es muss... Ja, okay. Wenn schon ein Sonderbonbon. Es hätte auch irgendwie AP Plus sein können oder KP Plus. Oder ein Pokéball, Superball, keine Ahnung, irgendwas in dieser Richtung. Das wäre alles Dumper gewesen. Also viel schlechter. Wegen dem Sonderbonbon ist ja, wenn schon, easy nice, falls wir irgendein Pokémon unbedingt noch ein Level braucht für zum Entwickeln, keine Ahnung. Ich glaube, wir brauchen eh gar kein Pokémon mehr. Außer X-Bad und Gardevoir. Wir können eigentlich das Sonderbonbon Kirlia geben. Dann hat Sven schon ein bisschen Plus-Level. Ey, 4 Schritte und dann fängt der Kampf wieder an. Ey, es hört nie auf, Leute. Es hört nie auf. So. Gott. Stimme oder Hals randaliert wieder. Ich glaube, ich mache nach diesem Kampf mal Top-Schutz drauf. So kann es nicht weitergehen. Es ist definitiv zu viel. Ich weiß gar nicht, haben wir Top-Schutz letztes Mal gekauft? Ja. Okay. Gut, jetzt sind wir, wenn schon, für eine kurze Zeit verschont. Ja, also bis jetzt klappt es relativ gut. Ja, was sollte ich jetzt hier erwarten? Wir haben ja auch Schutz draufgepackt. Oder drauf gemacht. Ja. Oh nein. Was habe ich nur getan, dass ich hier Wache schieben muss? Mein linkes Ohr brennt schon wie verrückt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Auf der linken Seite völlig Lava am Brodeln. Am Blubbern. Ey, warum haben alle nur ein Pokémon? Also nicht, dass es schlimm ist. Es geht ja relativ schnell vorüber, der Kampf. Aber es ist ja irgendwie auch schäbig für Team Magma. Also steht nicht ganz so gut für sie. Ich bekomme gleich einen Hitzschlag. Ja, boy, ich würde gehen. Team Magma löst sich eh gleich auf. Was hier? Okay. Wahrscheinlich ein Item links. Wir haben uns zusammengeschlossen, damit seine fantastische Vision Wirklichkeit wird. Es ist mir schnurzegal, ob du zu Team Aqua gehörst oder einfach nur ein Kind bist, das hier vorbeikommt. Niemand mischt sich in unsere Belange ein und kommt ungeschoren davon. Wow.
Okay, das ist, sie nimmt es von allen am ernsten. Also bis jetzt, die wir getroffen haben von Team Magma. Alle haben ja mehrheitlich ihren Job gehasst oder ihre Aufgabe, dass sie Wache schieben mussten. Aber langsam kommen wir ja dem Inneren näher. Okay. Gut, dann haben wir das auch schon abgeschlossen. Oh nein, dich habe ich ganz falsch eingeschätzt. Ja, sorry. Gut. Warte, was? Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, hier geht's richtig weiter. Also ich habe, ja klar, ich habe das Spiel schon mal gespielt, aber ich kenne mich auch nicht mehr allzu gut aus. Apitop, geil. Das habe ich unbedingt gebraucht. Okay, was machst du hier? Ich verstehe alles, was unser Boss sagt, aber weißt du was? Nach einem uralten Pokémon zu graben und jemanden einem Meteoriten stehlen, ich glaube, wir sind etwas zu weit gegangen. Was meinst du? Und dann greifst du uns an. Boy! Ja, egal, komm. Auch wieder ein Pokémon. Hey! Was ist los? Okay. Na, jetzt kommt noch Bedroher. Ist ja auch klar. Doppelkick. Yeah, ich denke wirklich, was wir machen, ist falsch. Okay. Weiter geht's. 1000 Jahre später. Gut, jetzt wissen wir definitiv, dass die untere Höhle der richtige Weg ist. So. Hallo? Ist hier jemand? Oh. Ja. So. Weiter geht's. Sonst wären wir noch länger aufgehalten. Ich würde so gerne einen Blick auf Groudon werfen, aber ich darf nicht mal einen Blick auf seinen Schweif werfen. Das frustriert mich total. Oh nein, ich klatsche hier... hier über Groudon. Bisschen zu laut gedacht, oder wie? Vor allem er ist einfach alleine. Ein bisschen... paranoid? Oder er fühlt sich wirklich einfach alleine. Er ist wahrscheinlich schon Stunden hier alleine am Stehen. Es tut mir leid für ihn. Generell für die alle. Die haben ja bis jetzt immer nur an einem langweiligen Ort gechillt. Wenn der Verstand durch andere Dinge abgelenkt ist, ist es unmöglich zu gewinnen. Durch welche Dinge? Oh, Doppelkampf. Ey, Bros. Wisst ihr, wo es hier zur Toilette geht? Muha, bald, sehr bald werden wir unser großes Ziel erreichen. Heißt das nein? Du bist noch nicht fertig, an mir kommst du noch, du nicht so leicht vorbei. Also wisst ihr wirklich nicht, wo es durchgeht? Fuck. Wir sind nur falsch abgebogen. Ja, okay. Ich glaube, unsere Tarnung ist aufgeflogen. Wie wollen wir jetzt das machen am besten? Ich würde sagen, wir machen also es hier so. Ja, und dann bis gegen Zubat. Ich glaube, es ist nicht extrem effektiv. Aber vielleicht macht es, dass Zubat zurückgeschreckt wird. Hoffe ich jetzt mal. Bitte. Wow, okay, ist sogar One-Hit gewesen. Okay. Ich bin so weit gekommen, nun das. War ich so leicht zu besiegen? Habt ihr wirklich keine Toilette hier? Ja, okay, sorry, ich höre schon auf. Oh, manchmal. Du hast es hier, bis hierher geschafft, daher verrate ich dir etwas. Es stimmt, dort drüben schläft Groudon. Mark ist vor ein paar Sekunden zu ihm gegangen. Es wird bald erwachen. Mein Lachen ist so unauthentisch, es tut mir leid. Also die schauspielerische Leistung hier ist wirklich bemerkenswert. Nein, eigentlich nicht. Es ist... K.
Okay. Machen wir Doppelkick. Wir haben von den Schlitzer Attackpunkten gar nicht mal so viele. Also ja, noch 10 Stück. Aber vielleicht müssen wir ja gegen Mark das ein bisschen mehr einsetzen. Okay, jetzt. Also gegen Zubat können wir das nicht gebrauchen. Ja, perfekt. Okay. Oh nein! Ein Kamerupt! Ja, wir haben ja eigentlich noch so als Ass im Ärmel. Also ja, es ist eigentlich nicht bemerkenswert stärker als Logok. Aber falls Logok besiegt werden würde, hätten wir ja immer noch Azumarill. Deshalb ein bisschen vom Level her vielleicht unterlegen. Aber wahrscheinlich wegen dem Wassertyp würde das wieder ausgleichen. Hoffe ich jetzt mal. Könnte ja auch gut möglich sein, dass es nicht so ist. Okay, let's get it on. Let's go! Doppelkick! Okay, es war nur Kick. Wie eigentlich immer. Ist so viel schon der Moment gewesen. Schon wieder verloren. Hehe. Er lacht die ganze Zeit. Okay. Bye, Kalle. Man sieht sich. Vielleicht nochmal. Keine Ahnung. Ein Top-Beleber. Das können wir gut gebrauchen für die Liga. Falls wir dort schlimmere Zeiten erleben werden. I don't know. Mark, ist es nicht gesund, auf Pokémon zu blicken, die versteinert sind? Komm, wir gehen ganz ruhig in die Therapie und können darüber reden. Groudon, nichts kann deinen Schlummer in dem heißen Magma stören. Du wolltest diese blaue Kugel haben, nicht wahr? Ich habe sie dir gebracht. Ihr Licht soll dich aufwecken. Mark, sie redet nicht mit dir. Groudon redet nicht mit dir, das bildest du dir ein. Und nun zeig mir deine ganze Kraft. Mark, was? Mark? Mark? Warum? Mark? Kannst du das noch rückgängig machen? Es ist Abgaben. Groudon, was ist los? Die blaue Kugel ist doch der Schlüssel oder etwa nicht? Groudon, wo bist du hin? Du warst das also. Mark, du hast die blaue Kugel empfacht. Groudon ist kein Haustier. Ich habe gesehen, wie du unerlaubterweise deine Nase hier und dort hineingesteckt hast. Ich verstehe es jetzt. Du hast eine ganz billige Nummer abgezogen. Mark, wir können darüber reden. Beruhig dich jetzt. Einatmen. Ausatmen. Okay, sorry, tut mir leid. Mann. Also irgendwie haben es manchmal nicht so die Fanatiker mit Facts. Oder wenn man mit ihnen normal redet. Man muss immer einen Kampf machen. Also jedenfalls hier bei Pokémon. In Real Life muss man keinen Kampf machen, Leute. Ganz im Gegenteil. Also alles andere ist besser. Kein Kampf. Aber ey, Mark, please. Bitte ein bisschen stärker. Oh, Level 39, yay. Damn, Mark, sein Kamerup ist stark. Okay, Leute, vergesst, was ich gesagt habe. Mark, du hast so gut angefangen. Er hat Angst. Spürt ihr seine Angst? Denkt sich so, nein. Er wird besiegt, mein bestes Pokémon. Super Trank, los! Mark, du kannst nicht entkommen von der Tatsache. Es sind einfach Fakten. Facts! Okay, Mark, hast du noch einen Super Trank? Scheinbar nicht. Tut mir leid. Also, ich meine es zum Kamerut, dass es überhaupt zu Mark gehört. Oh nein, er hat einen X-Bart, was? Hey, er hat unser Pokémon-Idee geklaut. Mark?
Nur wir dürfen Mixbart haben. Vor allem, was ist das für eine Denkensweise? Okay, Logok, please, enttäusche uns nicht. Es hat uns nicht enttäuscht, wir glauben an Logok. Logok? Logok, das war ein bisschen traurig. Aber ich glaube immer noch an ihn. Das hält uns nicht auf, an unseren Teamgeist zu glauben. Wegen dem Logok. Das ist deine... Als ob nimmt das so viel ab. Vorhin Volltreffer hat ja auch so viel abgenommen. Alter. Bitte kein Volltreffer. Ja, gut, wenn schon. Ja, wenn schon das. Ja, get him down, please. Oh. Get him down. Ja, okay. Oh, ey, es ist immer so knapp. Okay, ey, so, solche Kämpfe machen da dann immer Spaß. Das wird in der Kampfzone wegen dem sehr viel vorkommt. Smaragd Edition ist dafür sehr gut. Wegen der Kampfzone. Das war damals so richtig ein Diamant. So richtig ein Geschenk damals. Wie kommt es, dass du so gut mit Pokémon umgehen kannst? Weil ich nicht in ein Groudon glaube? Keine Ahnung. Es muss einen Grund geben, warum Groudon geflohen ist. Das willst du mir doch sagen, oder? Ich sage einfach nichts. Du meinst, das wüsste ich nicht? Da Groudon weg ist, hat dieser Vulkan keinen Nutzen mehr. Ich werde Groudon folgen. Hier trennen sich unsere Wege. Okay. Nice. Wir haben einfach Fluchtseil bekommen. Okay. Wow. Spezieller Raum. Okay. Okay. Bestes Versteck ever. Okay, jetzt rennen wir so schnell wie möglich nach draußen. Jetzt müssen wir einen Flug-Pokémon holen. Dann dem Flug-Pokémon Fliegen beibringen. Dann fliegen wir zurück, wechseln wir das Pokémon wieder aus. Ganz easy. So, endlich wieder draußen. Oh. Aber bevor wir das noch machen, gehen wir ein besonderes Item holen. Nö, wir gehen als erstes das Flug-Pokémon holen. Damit wir auch direkt weiterfliegen können. Sonst kommen wir da nicht hier rauf. Ich hoffe, Wingull kann schon fliegen. Also es wäre komisch, wenn es nicht, ja, fliegen könnte. Wir lassen jetzt schnell Golbat hier. Ey, wenn jetzt wirklich Wingull nicht fliegen kann. Ich habe irgendwie so richtig ein ungutes Gefühl. Bitte! Also wenn schon Golbat nicht fliegen kann... Ja, es macht so gar keinen Sinn. Golbat kann nicht fliegen. Golbat ist riesig. Wingull ist so klein. Aber das kann uns dann... Das ist die genau gleiche Logik wie bei Glurak. Glurak konnte auch, ich glaube, in den alten Spielen gar nicht fliegen lernen. Obwohl er Flügel hat. Also manchmal, ja egal, kann man sich noch lange aufregen. Ah, Mann. Aber das Golbat, das nicht erlernen kann, ich frage mich komplett. Okay, das Item ist hier. Wow, das ist ein Nugget gewesen. Gut, dann haben wir eigentlich gar nicht so viel verpasst. So, falsches Menü. Oh,
Wahrscheinlich hätten wir noch schnell heilen gehen sollen. Ey, das erste Mal, dass wir Fliegen einsetzen. Mit deinem Wingul. Ah, Mann. Okay, let's go. Gut, jetzt können wir es eigentlich wieder loswerden. Weil zu den Ortschaften, die wir jetzt hingehen, können wir eh nicht hinfliegen. Also ist dann Golbat eigentlich dann wieder back in unserem Team. So. Ich hab's mir eh schon in den letzten Tagen immer wieder überlegt, ob man vielleicht ja Kerlia oder schlussendlich Gwardevoir. Wow. Schmeiß ich noch meine Tastatur fast komplett weg. Ob wir die dann auswechseln wollen gegen das Tunnel. Weil Tunnel wäre Stahl-Psycho. Es wäre halt noch ein. Ja. Ein Typ mehr. Ich glaube, es wäre gar nicht so blöde. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt zum Team Aqua teilgehen. Also, die hier sind noch dran. Ich glaube, wir müssen hier rein, oder? Was, wie? Was hast du mit Team Aqua zu schaffen? Unser Boss ist nicht hier. Er ist dabei, sich ein U-Boot unter den Nagel zu reißen. Wo er hin ist? Waha, du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich dir das verrate. Okay, Leute, wir müssen nochmal zum PC gehen und dann... Da habe ich mich ein bisschen vertan. Wir müssen jetzt halt noch an einem Spot mehr hinreißen. Oh Mann, wie habe ich das nur vergessen können? Weil es zu viele Punkte sind, wo Team Aqua und Team Magma aufkreuzen. So. Wingul, du wirst wieder gebraucht. Na komm, wir packen ihn hier in Einzelhaft, sage ich jetzt mal. Der Vergleich vor allem. Okay, dann müssen wir nach Graphitport City zurückgehen. Ich habe immer noch nicht geheilt. Was läuft mit mir? Also hier müssen wir heilen, sonst haben wir Probleme. Ah, tut das gut, wieder hier zu sein? Eigentlich nicht. Oder es macht keinen Unterschied. Ja, nimm die Pokémon und heil sie. Ja. Also jetzt gehen wir. Captain Brick sagt, sie hätten etwas auf dem Meeresgrund entdeckt. Ich frage mich, was das wohl ist. Was könnte das sein? Ja, es ist Kyogre. Ich habe gehofft, es wäre ein berühmter Star. Dann hätte ich mir ein Autogramm geben lassen. Aber wer wird denn da interviewt? Ist das nicht Captain Brick? Was ist denn hier los? Hat Captain Brick etwa einen riesen Fisch vom Meeresgrund mitgebracht? Das ist ein Koch, der das gefragt hat. Die Interviewerin ist so cool und hübsch. Wenn ich groß bin, werde ich eine weltberühmte Journalistin. Nehme ich jetzt an, ist doch eine Frau, oder? Hey, nimmst du mich auf? Komme ich jetzt ins Fernsehen? Ja. Ein TV-Interview hier. Der Captain ist ein Star. Okay, Captain Brick, schenken Sie unserer Kamera Ihr schönstes Lächeln. Ich verstehe. Sie haben eine unschätzbare Entdeckung gemacht. Hey, was ist los, Leute? Ja, genau, wir haben vor, unsere Expedition weiter fortzuführen. Das ist wunderbar, Captain Brick. Vielen Dank, dass Sie trotz Ihres vollen Terminkalenders Zeit für uns gefunden haben. Wir hoffen, Sie bald wieder zu neuen aufregenden Funden interviewen zu dürfen.
Alright. Puh. Das war das erste Mal, dass ich für eine Fernsehsendung interviewt wurde. Ich war vielleicht nervös. Oh, Dreamer, gut siehst du aus. Wir haben bei unserer letzten Tiefsee-Expedition eine großartige Entdeckung gemacht. Wir haben auf der Route 128 eine Unterwasserhöhle entdeckt. Wir glauben, es ist die Höhle eines Pokémon, das schon lange ausgestorben ist. Von welchem Pokémon wohl? Captain Brick, nehme ich an. Wir vom Team Aqua werden das U-Boot in unsere Gewalt nehmen. Eure Einwände sind bedeutungslos. Wir erwarten absolute Kooperation. Mal sehen, was ihr zu den Plänen von Team Aqua haltet, sagt. Ups, sorry. Ich kann nicht lesen, wie es aussieht. Was soll das Ganze? Sieht aus, als benutze jemand ein Megafon. Wo kommt das her? Das kommt von der Anlegestelle. Das U-Boot, jemand versucht es zu stehlen. Dreamer, bitte komm mit mir. Oh, nicht du schon wieder, Stöhn. Ah. Ja, ich glaube, das letzte Wort hätte man nicht aussprechen sollen. Du bist ganz schön hartnäckig, uns bis hierher zu folgen. Das muss ich schon sagen. Und nun, niemand kann uns stoppen. Niemand. Oder willst du uns etwa in unser Versteck in Seegrassulp City folgen? Warum müssen sie es immer sagen? Warum? Genau, das habe ich auch gerade gefragt. Warum sollte Team Aqua meine Tiefseeforschungs-U-Boot 1 stehlen wollen? Sie können doch nicht hinter dem schlafenden Pokémon am Meeresgrund sein, her sein. Boy! Selbst wenn ich sie verfolgen würde, ich hätte keine Chance gegen sie. Keine Angst. Wir machen das schon. Level 4, Wingull. Auf wieder nach Seegrassulps. Ihr müsst euch jetzt mal vorstellen. Das Wingull hat uns von hier bis hierher getragen. Dann haben wir gemerkt, wir müssen hier hin. Und jetzt müssen wir wieder zurück, ey. Wenn das Real Life wäre, wir haben das Pokémon so schlimm ausgenutzt. Ist ja alles am selben Tag. Alter. Zum Glück ist es nur ein Spiel, Leute. Also im Real Life macht das niemals. Weil so lange halten eigentlich Lebewesen nicht aus. Also ja, Vögel vielleicht im Langzeitflug schon, wenn nichts auf dem Rücken drauf ist. Wenn der Trainer halt drauf ist, dann ist halt doppeltes Gewicht. Vor allem Wingull. Von der Größe her. Und dann Größe von einem Menschen, gewöhnlichen Mensch. Ich glaube, das spricht für sich selbst. Aber Golbat kann nicht fliegen. Haben wir gelernt. Ist eine Fledermaus, die können nicht fliegen. Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wie ich es am besten soll ausdrücken. Keine Ahnung, wie sich Game Freak vorstellt, was Fledermäuse machen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, sie fliegen. Sie schweben durch die Welt durch. Oh, sie sind weg. Hä? Wie ist denn das möglich? Als ob. Okay, jetzt werden auch wieder viele Pokémon-Kämpfe auf uns zukommen. Sorry. Wirklich? Kein einziges Item. Huhuhu, verdächtige Person gesichtet. Jetzt habe ich noch Schluck aufbekommen. Wenn ich mich konzentriere, dann passiert es nicht. Ah, ich hasse manchmal Schluck auf. Also ja, so ist nicht das Schlimmste, was man haben kann. Aber es ist manchmal übelst unpraktisch in ein paar Momenten.
Nun hat das Team verloren, aber ich habe meinen Job gemacht. Ja. Bye. Er hat seinen Job gemacht, das stimmt. Okay, rechts. Okay, Nightwing, geil. Top Elixier. Wir gehen zurück. Ja. Okay. Ah, daneben. Buh. Hier im Versteck Wache zu stehen, ist ermüdend. Ich muss kämpfen. Sie kämpft nicht mal gegen uns, weil wir ein Eindringling sind, sondern weil es ihr langweilig ist oder sie einfach müde ist. Ja, okay, ist auch ein geiler Grund, oder? Ah, Mann. Doppelkick. Definitiv. Brauchen wir auch nur einen Schlag. So. Oh, Level 31. Ich glaube, er wird immer noch nicht entwickeln. Oh, da habe ich wohl verloren. Bitte entwickle dich. Ja! Ja, endlich! Ey, vielleicht erlernt er jetzt fliegen. Vielleicht kann nur X-Bart fliegen erlernen. Keine Ahnung. Was das dann für einen Sinn dahinter hat. Keine Ahnung. Ich hoffe es jedenfalls. Dann müssen wir das nicht immer auswechseln. Nice, Alter. Ja, wir haben jetzt endlich X-Bart. Okay. Jetzt kommt Stunde der Wahrheit. Bitte erlernen fliegen. Please. Was macht's für einen Sinn? Was macht's für einen Sinn, Leute? Ich weiß, ich frage mich jetzt komplett für eine unnötige Frage, aber es macht für mich keinen Sinn. Ja, komm, wir machen Blutsauger weg. Jetzt haben wir, wenn schon... Eigentlich ist unser Team bis auf Guardevoir vollständig. Wir haben alles entwickelt. Bis halt eben auf Kerlia. Nice. Jetzt können wir eigentlich... X-Bart, das eigentlich wegnehmen, ist unser zweitbestes Pokémon. Warte, war das gestern oder vorgestern nicht noch Level 9? Das ist Level 31. Hier noch 19. Ah nein, ist zweitbestes. Absol ist unser bestes. Okay, noch 19 Level, 15 Level, 20, 17, noch 28. Dann haben wir alle schon auf Mindestlevel. Hier noch einen. Übelst nice. Warte, was ist jetzt los? Meine Stimme wieder. Okay, nehmen. Geben. Sobald, dass wir eigentlich irgendwas haben, was dann auch für Giftattacken gut ist. Ah, ich glaube, wir haben gestern sogar irgendwas so in dieser Richtung bekommen. War nicht so ein Stab? So ein Giftstab? Das habe ich, glaube ich, eingelagert. Das ist dann für Giftattacken. Das könnte man X-Bart geben. Man könnte auch irgendwelche Flugattacken... Also, ich weiß gar nicht. Ob wir irgendein Item haben, das ja Flugattacken verstärkt. Hätte ich jedenfalls nicht mehr so im Kopf gehabt. Ja, wir können Absol als erstes mal so lassen. So, jetzt haben wir sogar die Reihenfolge richtig. Als ob es so eine Riesenrolle spielen würde. Aber trotzdem, wenn du das Geheimnis unserer Verstecks erfahren willst, musst du mich besiegen. Hey, du da! Was ist cooler, die Uniform von Team Aqua oder von die von Team Magma? Also ganz ehrlich... Die von Team Magma ist besser. Sie sehen ja eigentlich nur wie so Matrosen aus. Oder halt...
wie Piraten. Also einfach oben. Also ich finde den Team Magma hat, wenn schon, das bessere Design. Nö, wir machen Schlitzer. So, und dann Zertrümmerer gegen ihn. Echt, sie sind Level 31. Langsam wird's mehr. Kelia muss ja auch Level 30 kommen, damit es dann schlussendlich entwickelt. Zertrümmerer! Was? Schon wieder One-Hit. Jedes Mal bin ich verblüfft, wenn Absol One-Hittet. Obwohl es eigentlich gar keine große Leistung ist. Okay, sie konnten gar nicht angreifen. Jetzt machen wir das gleiche nochmal, einfach umgekehrt. So, dass, damit das Zubat einfach immer verschwindet. Und Absol hat ja mit Zertrümmerer erwähnt schon einen Vorteil. Okay. Oh! Doppelkampf war jetzt easy going. Beide Pokémon von uns sind ja übelst die Tanks geworden. Ja, easy nice. Ich kann anscheinend nicht gewinnen. Ich habe ganz cool verloren. Ja. Cooler Abgang. Das Geheimnis unseres Verstecks. Nun sagen wir mal so, am Ende befindet sich ein U-Boot. Aber im Moment... Okay, hier geht's irgendwo weiter. Ey, warum kann man hier nicht rennen? Es kommt wahrscheinlich erst bei Diamant und Perl dazu, dass man auch in den Gebäuden selbst... Lol, ey. Okay, der mittlere ist schon jedenfalls nicht, dann gehen wir links. Okay, hier kann man nur eine Richtung gehen. Nochmal links. Ich habe irgendwie das Gefühl, das will uns trollen. Dann überspringen. Yo, ey, Brainmaster. Okay. Ich speichere mal. Ich habe irgendwie noch im Kopf, dass auch hier Elektroballs auf uns warten. Bin mir jetzt nicht mehr allzu sicher. Vielleicht ist es auch ein anderer Ort. Habe ich sogar noch gut im Kopf gehabt. Ah ja, okay, es hätte auch ein Voltorball sein können. So, wenn er überlebt, können wir ihn einfangen. Ich glaube, es ist schon geklärt worden, oder? Okay, Nugget. Okay, es ist schon wieder eins. Die bewachen seine Nuggets. Vor allem, warum lässt man eigentlich immer Elektroballs bei den Pokébälle sitzen? Ja, ist Tarnung wahrscheinlich. Es könnte auch gut möglich sein, dass er einfach Finale einsetzt. Dann ist noch Volltreffer. Egal, müssen wir nicht unbedingt einfangen. Natürlich werden wir noch paralysiert. Stimmt, hier bekommt man den Meisterball. Lol. Ja, nice. Also ich würde sagen, Rayquaza haben wir mal. Also das definitiv. Jetzt weiß ich nicht, wo wir gelandet sind. Ich gehe mal rechts. Okay. Ah, okay, okay. Und wenn man jetzt rechts geht, kommt man hier hin. Okay. Und was ist, wenn man... Kommt man hier? Geht man in die Mitte? Das verwirrt mich komplett. Ich glaube, wir haben es gelöst. Jetzt können wir ja den anderen Weg wieder gehen. Bevor wir das machen, oh, wir haben zwei Sonderbonbons. Nice. Paraheiler. So. Ich glaube, wir haben relativ Glück. Mit der Edition meine ich, weil Rubin und Saphir, beziehungsweise, ja, ich glaube Blattgrün und Feuerrot haben das schon, also haben das auch noch dabei gehabt, dass die Items Bilder gehabt haben. Weil bei Rubin und Saphir gibt es keine Bilder dazu,
Also gibt es nur Text und da muss man im Beutel anhand von dem Text wissen, das ist das, das ist das. Ich fand das übelst immer nützlich wegen den Bildern. Man kann einfach durchscrollen und sobald dass man das Bild sieht, stoppt man einfach. Wegen dem haben wir übelst Glück gehabt, wegen der Generation. Je älter, dass wir jetzt nach dieser Generation gehen, umso ja, mehr Mechaniken fallen dann weg. Ist aber auch verständlich. Kam ja auch alles mit der Zeit erst dazu. Okay, hier läuft jemand ungeduldig herum. Okay. Also es hat zwei Teleporter. Wahaha, ich bin müde vom Warten. Du schuldest mir einen Kampf. Nope, eigentlich gar nicht. Fight! Fight! Main! Okay, Kanibana. Ich glaube, das ist das Pokémon, das unser Logok zu Level 50 verhilft. Und? Ist es wirklich so? Ja. Gut. Mindestlevel erreicht. Des Wartens müde, gedöst und verloren. Okay. Boss, reicht das aus? Wisst ihr nicht, der Boss? Okay. Zum Glück der richtige Weg gelaufen. Also, damit wir alles erkunden können, so meine ich richtig. Also natürlich ist schon das hier der richtige Weg, wenn man zum Ziel kommen will. Aber ja. Let's fight, come on. Tankbefüllung, okay. Proviant, okay. Nichts anderes mehr zu tun, als eine Nervensäge aus dem Weg zu räumen. Okay. Warum Nervensäge? Wir sind erst gerade reingekommen. Wir haben kein Wort mit ihm geredet. Er beeft uns hier einfach so an. Instant. Okay. Dann halt. Geh elendig runter. Das hat er sich selbst zu verschulden. Das war ein Schuss vor dem Bug. Ich glaube, das ist nicht Englisch. Das war ein Schuss vor den Bug. Ich glaube, die machen irgendwas mit Matrosengerede. Keine Ahnung. Ey, ich kenne mich da auch zu wenig aus. Pah, meine Niederlage war geplant. Ich sollte dich eh nur aufhalten. Ja, ja. Ja, das sagt man immer. Leer. Leer. Ja. Das kann uns auch nie was gönnen. Ey, Jungs und Girls, was geht? Teleporter, der ganze Stolz des Verstecks. Du weißt gar nicht mehr, wo du gerade bist, stimmt's? Haha, den Gegner verwirren, ermüden und dann auf ihn mit Gebrüll. Das ist der Plan. Nachdem ich Team Aqua beigetreten war, musste ich erstmal lernen, wie diese Teleporter miteinander verbunden sind. Oh ja, ich glaube, das könnte wirklich sehr verwirrend sein. Okay, let's do it. Ja, sie haben auch nicht allzu viele Pokémon. Mensch, und das? Ja. Wir machen wieder die genau gleiche Taktik. Doppelkick. Scheiße. Nein, nicht Doppelkick. Wir machen Schlitzer gegen Zubat und dann Zertrümmerer gegen Kanivana. Das sollte das eigentlich erledigt sein. Falls Kanivana überlebt, ist halt halb so wild. Get down! Okay. Auch ohne Volltreffer reicht sogar aus. Das finde ich eigentlich übelst nice. Absolut übelst der Tank. Was stimmt nicht mit dir? Du bist ja überhaupt nicht müde. Ich war viel zu sehr damit beschäftigt, über die Teleporter nachzudenken. Ja, immer die Ausreden. Typisch. Typisch. Okay. Er hat uns nur bemerkt. Boy. Was ist hinter dir? Darf ich mal sehen?
Hehehe, du hast es tatsächlich bis hierher geschafft. Da haben wir dich wohl etwas unterschätzt, aber hier geht es für dich nicht weiter. Ich bin besser als die anderen Rüpel, die dir bisher begegnet sind. Ich schinde keine Zeit heraus, ich werde dich pulverisieren. Ja, okay, let's go. Dann, ey, es könnte wirklich... Wolfgang! Okay. Er heißt genau gleich wie mein Opa. Richtig nice, ich kämpfe gegen meinen Opa. Ah, Mann. Okay, Wolfgang. The Wolfgang. Für die, die es kennen. ja, ich glaube, er wird kein großes Hindernis für uns sein. Ja. Es ist definitiv. Warum lernt ihr nie daraus? Ja, okay, es hat sogar überlebt. Ich bin sogar stolz auf Wolfgang. Aber jetzt gehst du down. What? Er hat kalte Füße bekommen. Und setzt einfach Trank ein. Als ob in... Hä? Wieso hat Kerl ja kein Level up bekommen? Dann habe ich eben auch verloren. Pö. Hehehe. Während ich mit dir gespielt habe, hat sich unser Boss vorbereitet. Nein, du Fiesling! Unser Boss ist schon unterwegs zu einem Unterwasserhöhle. Falls du ihn verfolgen willst, suche doch mal die Tiefsee in der Region um Segrasulp City ab. Ob du ihn dort auch finden wirst? Hehehe. Oh Mann. Tut mir leid wegen des extrem unauthentischen Lachen von mir. Ah, ich dachte schon. Man landet auf das genau gleiche Teleportierzeichen. Okay. Ja, Leute. Wir können weitergehen. Wir können endlich weitergehen. Aber ich habe mir überlegt, wir fangen uns jetzt noch in Weimar ein. Weimar. Wir schauen uns als erstes an, wo man Weimar finden kann. Ich glaube jedenfalls überall. Wir brauchen Weimar. Oder beziehungsweise Weilord. Und Relikant, damit wir Regirock, Regi Eis und Regi Steel einfangen können. Ja, ja, ja. Also, hä, wo findet man den? Sieht fast so aus. Überall, wo es Land hat, oder? Okay. Es war übelst dumm, das nachzusehen. Ich gebe es zu. Also werden wir mit Sicherheit eines begegnen. Heilen wir uns noch. Vor allem, sie sind sicher alle Level 9 oder so. Mich interessiert es gerade. Tut mir leid, wenn ich gerade wie einen Stopp mache. Wegen Weimar. Wenn sich dieses Pokémon entwickelt. Ich habe irgendwie das Gefühl, Weimar, dass sich Weimar erst Level 40 entwickelt. Ich kann wirklich Hellseher werden. Ist wirklich Level 40. GG, sag ich dazu. Ja, okay, wir haben jetzt auch ein Pokémon über 2 Tagen trainiert gehabt und es kam ja auch von Level 9 auf Level 31, also sollte 40 schon machbar sein. Aber wir müssen jetzt mit dem eigentlich sozusagen anfangen, weil sonst schaffen wir das mit Wildord nie.
Und wir können ja Wailord dann trotzdem auch einsetzen als Wasser-Pokémon fürs Erste. Und dazu Marill dann später irgendwann holen. Also wieder zurückholen. Fürs Competitive. Oder sobald dass wir Wailord haben, können wir ja Azumarill wieder zurückholen. Weil ich glaube, Azumarill hat schon ein bisschen mehr Vorteil, weil es nicht so massiv und langsam ist und hat auch mehr Angriff. Wailord hat halt übelst viel KP. Ist aber dementsprechend nicht so gut von den ganzen Stats her angesehen. Da ist Azumarill halt viel mehr im Vorteil. Okay, Wingull brauchen wir auch nicht. Haben wir eigentlich eine Angel? Ich glaube es, oder? Weil dann können wir vielleicht sogar einen Walmer anangeln. Anangeln. Wieder sehr gutes Deutsch. Dreamer. Sehr gut gemacht. Wir haben eine normale Angel und eine Profi-Angel. Okay, dann setzen wir mal Profi-Angel ein. Vielleicht ist es ja schon ein Walmer. Damn! Gut, dann können wir sogar dann einwechseln gehen. Okay, Logok. Mach mir einen kleinen Gefallen und bitte. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Ich glaube, wir sollten die Pokémon auswechseln. Ja. Wir können eh nur Konfusion einsetzen. Bitte dein nicht. Bitte nicht. Ganz knappe Sache hier. Okay, das war jetzt Macht der Gewohnheit. Wir wollen Beutel. Hallo? Nein. Okay, man muss ja zweimal drücken, aber trotzdem. Oh mein Gott. Das ist einfach auf dem Meisterball gewesen. Yay, wir haben Walmer. Obwohl Walmer normalerweise mehr lebt, kann es auch an Land überleben, wenn auch nicht sehr lange. Lang. Es verliert Lebensenergie, wenn sein Körper austrocknet. Ja, macht auch Sinn für einen Fisch. Oder für ein Wasser-Pokémon. Ist aber auch so wie in Real Life. Sieht man ja auch immer wieder, dass irgendwelche Walarten an die Küsten geschwemmt werden. Oder sie irritiert sind und an die Küste gehen. Ist dann auch immer problematisch. Hört man ja auch immer wieder so im Fernseher. Also in den Nachrichten. Ab und zu, dass eben solche Wale ja an den Küsten gestrandet sind. So. Ah, ich wollte ja das Pokémon auswechseln. Dump. Einfach nur Dump. Tut mir leid, Leute. Wir müssen denn gerade diesem Walmer Surfer erlernen. Nein, du bist kein Walmer. So. Dann du bleibst hier. Wingull brauchen wir jetzt auch nicht mehr, weil sich das ja jetzt geklärt hat mit X-Bart. Okay, hier ist Surfer. Jetzt kann dann Walmer nicht surfen erlernen. Das wäre es noch. Das wäre übelst der beste Joke. Was? Walmer kann Platscher? Nein! Sogar die erste Attacke. Okay, jetzt. Die Frage ist, wollen wir das jetzt schon anfangen? Also das, ja komm, wir fangen schon mit dem so früh genug wie möglich an. Dann nehmen wir jetzt Kealia wieder leider den Epe-Teiler weg. Hat's halt nicht lange den Epe-Teiler gehabt. Bekommt's dann schon noch. So. Dann hier den Epe-Teiler. Gut, jetzt haben wir alles gemacht. Den speichere ich noch. Und dann können wir endlich aufbrechen in die weite Ozeanwelt.
Oh, wenn man nicht vorbereitet ist, also ich meine es in Bezug auf Top-Schutz gekauft haben oder einfach einen riesen Vorrat an Schutz, dann kommt man hier nicht richtig durch. Also dann wird das richtig Pain. Habt ihr jetzt gerade gesehen? Mann, ich hab nicht mal die Chance gehabt, den Beutel zu öffnen. Ja. Vor allem das Tentacher hier ist Level 26 und das Weilmer hat, welches wir gefunden haben, ist Level 14. Alright. Macht sehr viel Sinn. Okay, Top-Schutz. Let's go! Okay, nur hier. Es wird kein Doppelkampf. Hier bin ich. Einsam gleite ich durch das weite, wunderschöne Meer. Andere Worte habe ich dafür nicht. Es ist einfach nur zu pathetisch. Okay. Seine Worte, Leute. Ah, danke. Nur ein. Yo! What? Plötzlich einfach ein Garados. Ja, warum nicht, oder? Okay, das hätte ich jetzt von so einem kleinen Schwimmer nicht erwartet, ganz ehrlich. Wir setzen einfach Schlitz ein und hoffen, dass das funktioniert. Ja, okay. Er kann irgendwie sein Garados nicht richtig kontrollieren. Nice! Zum Glück war das kein Doppelkampf. Wir hätten Probleme gehabt. Irgendwie fühle ich mich verloren, verloren unter dem unendlichen Himmel. Ich glaube, du solltest wieder zurück an den Strand gehen. Hallo, ich fange an, mich beim Schwimmen zu langweilen. Wie wär's mit deinem Kampf? Ja, okay. Auch ein Pokémon? Nice. Der Doppelkampf wäre einfach Marill mit einem Gyarados gewesen. What? Was ist das für ein Ungleichgewicht? Aber ich glaube, Doppelkampf wäre auch nicht allzu schlecht rausgekommen. Wir haben zwar einfach Absol als zweites Pokémon. Vielleicht wäre besser, wenn wir Voltenso nach vorne packen würden. Ich hatte ja keine Ahnung, dass du so stark bist. Tut mir leid. Okay, gehen wir weiter. Ich schaue mir als erstes mal alles um. Ein bisschen durch, ob irgendwo ein Trainer ist, und dann gehen wir immer weiter nach unten, damit wir auch das meiste von dem Meer eigentlich entdeckt haben. Hey, hast du etwa auf dem Meer die Orientierung verloren? Nope. Wenn du meine Pokémon besiegst, zeige ich dir den richtigen Weg. Oh, nice. Wieder das gut altbekannte Tentakel. Ja, bitte, Walmer. Oh, okay. Komm, wir wechseln ein bisschen Teammitglieder aus. Logok ist ja eh schon overpowered. Okay, mein Bildschirm ist völlig am lecken. Es hat gerade richtig strange ausgesehen. Schade, seht ihr das beim Stream nicht immer. Also ja, ist auch gut, dass dann richtig angezeigt wird bei euch. Ich hoffe, es passiert nicht nochmal. Okay, Weimar ist Level 17. Noch 23 Level, Leute, noch 23. Ich habe die Orientierung verloren. Und er will uns den Weg sagen. Viele Menschen verlieren auf dem Meer die Orientierung. Ab wenn du zu denen gehörst, solltest du die Karte des Poképnaps zu Hilfe nehmen. Wow, er hat uns ja richtig geiler Tipp gegeben. Okay, hier ist Sackgasse. Also wenn man weiter nach rechts oben schwimmt. Okay, hier kommt man wahrscheinlich nicht mehr durch. Kommt man zu dieser nein, nicht Seeschaumhöhle. Haus des Schatztauchers. Ah, das war doch das mit den Scherben. Glaube ich jedenfalls. Ich bin der Schatztaucher. Ich bin der Typ, der in der Tiefsee taucht und nach Schätzen am Meeresgrund sucht. Du hast keinerlei Schätze für mich. Wenn du Stücke findest, besonders Purpurstücke, tausche sie mit mir. Okay, besonders Purpurstücke. Alright.
Also, wir können ja schnell die Karte aufmachen. Also, wir sind bis jetzt einfach nur hierhin geschwommen. Okay, dann wissen wir, die Schatztaucherhütte ist so fast die Grenze, also hier die Linie. Jetzt können wir eigentlich... Ah, das Route 125. Das hier ist 24. Okay, die ist sehr groß. Die ganze Fläche hier. Das ist 126. Und hier ist 100... Ah, okay. Okay, okay, okay. Ja, dann erkunden wir schnell mal die ganze Route 124. Wir können dann 125 ja in den nächsten Tagen machen. Ja, wahrscheinlich morgen. Sind wir... Das war jetzt auch Dump. Sehr Dump. Okay, zum Glück haben wir einen Vorrat. Okay, Jorm ist schon wieder Rand. Jetzt hier gar keine Trainer mehr. Okay, die sind hier so einzeln. Meine Schwester ist stark. Heul bloß nicht, wenn du verlierst. Okay, let's go. Das will ich sehen. Lampion Carnivana. Okay. Ich glaube, mit dem werden wir locker fertig. Was heißt hier? Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher. Jetzt werden wir dann Death gehen. Boah, es hat sogar überlebt den Schlag. Zwar höllisch close, aber es hat überlebt. Okay, Balma, bitte entwickeln. Mach ein Level up. Wir wissen ja, dass es sich nicht entwickelt. Oder noch nicht. Nice. Ich würde sagen, das haben wir hinter uns gebracht. Noch Level. Noch 22 Level. Oh, oh, meine Schwester wird mich fressen. What? Willst du wieder gegen uns kämpfen? Dann machst du es uns leichter, ja? Bye. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Okay, hier ist eine Trainerin, beziehungsweise Schwimmerin. Wenn du dich einfach nur im Meer treiben lässt, kommt Pokémon, um zu spielen. Spielen? Ich glaube, die wollen nicht alle nur spielen. Also ich hätte richtig Panik. Auch so bei offenem Meer und allem. In Real Life habe ich schon höllisch Respekt, was da unten dran immer alles lauern kann. Ja, okay, es ist nicht so schlimm wie jetzt hier bei Pokémon. Da gibt es... Wenn das Real Life wäre, würde ich nie ins Wasser gehen. Oder generell, ich würde selten vor die Tür gehen. Weil schon nur die Pokédex-Einträge sagen manchmal so absurde Dinge. Und kranke Teile, wo man denkt, oh nein, 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 die Welt ist nicht so geil. Schon nur Driftlon. Driftlon ist ein Ballon-Pokémon, das höllisch niedlich aussieht, aber Kinder entführt. Wie kommt man auf das? Ich weiß, es ist ein Geist-Pokémon und Geist-Pokémon müssen ja ein bisschen erschreckend sein, aber... Why ein Kidnapper-Pokémon? Das noch wie ein Ballon aussieht. What? Egal. Oh, verdammt, aus und vorbei, verloren. Wie man sich schnell ablenken kann, how to do it. Vielleicht ist es ja nur eine Marotte von mir, aber ich möchte gerne, dass du mich in deinem Pokénav einträgst. Okay, warum nicht? Ja, here we go again. So, hier ist noch zu. Hier ist auch noch zu. Ich glaube, es gibt erst dann ein Eingang. Ist das Doppelkampf? Du sitzt auf deinem auf einem Pokémon, anstatt selbst zu schwimmen. Ich bin richtig neidisch. Ich werde doch nicht gegen einen dahergesurften Trainer verlieren. Stimmt eigentlich. Warum sind wir immer die einzigen Pokémon-Trainer, die nicht selber schwimmen? Ich glaube, fast in jedem Pokémon-Spiel surft man ja oder ist man auf einem Surfboard oder auf einem Pokémon.
Und alle anderen Trainer, die schwimmen einfach. Stimmt eigentlich. Ist eigentlich richtig unnötig, die VM Surfer. Weil man könnte ja auch einfach schwimmen. Pokémon Logik. Es würde ja das Spiel verderben. Und sie wollten unbedingt, dass man nicht immer von Anfang an ans Wasser kann. Versteht man ja auch irgendwoher. Whirlpool? Ja, komm, Platscher weg. Brauchen wir nicht. Gut. Na, Komprimator, dann werden wir wahrscheinlich ein bisschen schlimmer haben zu treffen. Ja, okay, hat trotzdem geklappt. Ich glaube, Doppelkick ist nicht so effektiv. Ah. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich dachte, es wäre effektiv, sorry. Oh, ich kann doch nicht. Das sind keine Tränen. Der Schweiß ist mir in die Augen gelaufen. Billige Ausreden. Dass man hier nicht durchkommt? Ich glaube... Ah, stimmt. Paar Zonen sind abgeschirmt, wo man nur hinkommt, wenn man Surfer, Taucher kann. Okay, jetzt sind wir 126. Ja, komm, kämpfen wir gegen die zwei noch. Es fühlt sich schrecklich an, wenn du Meereswasser in die Nase bekommst. Letztes Jahr konnte ich, also ja, kann ich natürlich komplett verstehen. Letztes Jahr konnte ich noch gar nicht schwimmen und jetzt bin ich ein sehr guter Schwimmer. Ich denke, ich bin in allem ein großes Talent. Okay. Let's go. Also, wie es aussieht, haben wir ja jetzt ganz unten, also das Ende von Route 124 erreicht. Können wir wieder nach oben gehen? Komm, wir machen Zertrümmerer gegen Carnivani. Ich habe mich jetzt gerade voll überlegt, was wir am besten machen können. Ich glaube, das ist am besten, was man... Ich hoffe. Komm schon, One-Shot. Weil Carnivani... Oder Carnivana ist Level 4 und... Ja, okay. Ich habe nichts gesagt. Ich überlege mir die ganze Zeit und dann geht's so easy. Okay, aber was ich vorhin sagen wollte... Nice, noch Schlitzer. Ich werde die ganze Zeit unterbrochen, ist so schlimm. Dass wir jetzt wieder nach oben gehen können. Noch vielleicht erkunden können, was zu erledigen gibt bei 124. Und dann gehen wir Richtung Mosbach City. Weil langsam wartet eine Arena auf uns. Aua, du Blubgulk. Gluck. Mist, ich sollte mich nicht selbst unterschätzen. Überschätzen. Ich kann nicht richtig lesen. Ey, ist so schlimm. Okay, wieder geht's zurück. Ist hier schon Seegrasulp City? Mosbach City, sorry. Ja, tatsächlich. Ich glaube, wir haben Route 124 schon hinter uns. Bis halt auch auf die Punkte, wo man tauchen kann. Ich kann nicht mehr. Das ist doch absolut hoffnungslos. Ich bin ein Kampftrainer, daher kann ich in der Arena von Mosbach einfach nicht gewinnen. Egal wie sehr ich mich auch anstrenge. Ach, Schlag, Wucht, Schlag, Schlag, Wucht, Schlag. Hey, was starrst du mich so an? Ich schlage doch nur auf den Boden ein. Oder möchtest du, dass ich einem deiner Pokémon Wuchtschlag beibringe? Diese Attacke kann nur einmal erlernt werden. Ist das... Nope, keine... Wir können das ja später irgendwann mal anschauen gehen. Vielleicht. Okay, hier ist nichts Spezielles. Du? Ein großartiges Gefühl, wenn die Wellen über meine Füße spülen. Apropos Wellen, kennst du die Stadt Xenoroville? Ich glaube, die Arena dort hat einen neuen Leiter. Das soll der frühere Mentor von Vasili sein. Oh, okay. Wir gehen jetzt als erstes in jedes Häuschen. Wo sind wir denn hier? Ich kann dir die Spielregeln erklären, wenn du möchtest. Welches Spiel möchtest du erklärt bekommen?
Pokémon-Sprung. Springe mit deinem Pokémon durch. Drücke des A-Knopfs über den Rankenhieb. Es dürfen nur kleine, ca. 70 cm große Pokémon teilnehmen. Pokémon, die ausschließlich schwimmen, graben oder fliegen können, nicht gut springen. Daher dürfen diese Pokémon auch nicht teilnehmen. Etwas Schönes passiert, wenn alle rechtzeitig springen. Okay, in Minispielareal. Beerenernte mit Dodri. Bewege Dodris drei Köpfe, um die fallenden Beeren zu fangen. Drücke das Steuerkreuz nach rechts oder links, um die Köpfe zu bewegen. Um an diesem Spiel teilnehmen zu dürfen, benötigst du ein Dodri. Das hätte ich jetzt niemals gedacht. Hallo, herzlich willkommen. Möchtest du mit Hilfe... Ah, das ist sogar ein Online-Spiel gewesen. Lol. Okay. Das ist bei mir früher komplett vorbeigegangen. Schutz wirkt nicht mehr. Alle Lebewesen brauchen das Meer, um leben zu können. Auch wenn sie an Land leben. Am Ende ihrer Reise wird aus den Lebewesen Erde und sie kehren zurück zum Land. Und das Meer steht immer in Verbindung zum Land. Genau wie dieses Ufer hier. Wow, voll die lieben Worte. Damn. Immer wieder gut. Okay. Oh! Scott, was geht? Geht es dir gut, Dreamer? Mir geht es fantastisch. Ich habe mir sagen lassen, dass die Arenaleiter von Moosbach sehr stark sein sollen. Davon muss ich mich einfach selbst überzeugen. Aber in dieser Stadt geht irgendetwas Merkwürdiges vor. Die Leute reden über einen Brief mit einer Warnung und dem Raumfahrtzentrum. Aber ich glaube nicht, dass mich das etwas angeht. Okay. Speziell. Hallo? Meine kleine Schwester tauscht immer Briefe mit ihrem Freund im Baumhausen City aus. Ich beneide sie ja kein bisschen darum. Ah, das war das Wingull, das abgehauen ist. Auch wenn ich meinen Freund in Baumhausen City nicht sehen kann, mein Pokémon bringt uns unsere Briefe. Ich bin nicht einsam, auch wenn wir getrennt sind. Nice. Piu. Ah, es geht wieder weg. Ups. Ist hier ein Item? Nö. Wäre auch zu schön gewesen. Oder zu obvious. Ist hier ein Item? Ein weißer Felsen. Als ob. Dieser Felsen hat eine ganz besondere Bedeutung für das Raumfahrtzentrum. Sie haben ihn hier hingesetzt als Glücksbringer für den sicheren Flug der Raketen. Wenn du dir etwas wünschst, was machst du dann? Sternschnuppen beobachten? Ich benutze ein Wunschkärtchen, genau das mache ich. Okay. Wäre das nicht schön, wenn die ganze Welt so mit Blumen und Pflanzen bewachsen wäre wie diese Insel? Ja, ja. Und du? Was schaut der an? Eine Reise auf ein Schiff ist toll, aber das Meer auf einem Pokémon zu überqueren, das Surfer einsetzt, das ist wirklich eine aufregende Sache. Meinst du nicht auch, Kindchen? Wenn es keine Tentakel geben würde, dann wäre ich voll seiner Meinung. Hey du da, Trainer. Eine Superangel ist wirklich super. Man kann sagen, was man will, aber mit diesem Baby kann man Pokémon vom Meeresboden wegfangen. Na, du würdest doch zu gerne auch so eine Angel haben, oder? Sicher, sicher. Schließlich ist eine Superangel super. Wie viel habe ich jetzt super gesagt? Ich will es gar nicht wissen. Stehst du am Wasser? Dann wirf die Angel aus und schau, was anbeißt. Wenn schon das Beste vom Besten. Das haben wir auch alle Angeln, glaube ich. Ich glaube, es gibt gar keine andere, die noch dazu kommen würde. So, dieses Häuschen. Waren wir schon. Wir waren nicht im Raumfahrtzentrum. Fällt mir auch gerade auf. Ups. Sorry. Moosbach City Raumfahrtzentrum, der letzte Ort vor dem All. Stimmt eigentlich. Hat hier kein Eid? Als ob. Kann man die Rakete anklicken? Okay. Schade, ist dort nichts versteckt. Ist
dort ein Magma-Zeichen? Also von Team Magma? Ich schlendere am Strand entlang, da habe ich dieses hier gefunden. Ich kann damit nichts anfangen, daher kannst du es haben. Oh, oh, ein Sonnenstein einfach so. Die Höhenregion ist bekannt für die Häufigkeit der Meteoriteneinschläge. Okay. Einige Menschen nehmen an, dass die Pokémon aus dem Weltall kommen. Ob das stimmt? Aliens! Hast du die Bekanntmachung schon gelesen, Dreamer? Team Magma will sich den Raketentreibstoff unter den Nagel reißen. Ich weiß zwar nicht, wofür sie ihn brauchen, aber das können wir ihnen nicht erlauben. Ich werde das Ganze hier noch eine Weile beobachten. Warum schaust du dich nicht in der Zwischenzeit ein wenig im Ort um? Jeder Raketenstart verlangt sorgfältige Vorbereitung. Die Fehlerquote darf nicht einmal 1% betragen. Selbst wenn 99% perfekt sind, kann 1% schon für einen Missling verursachen. Keine Ahnung, habe ich zu früh gedrückt. Trotzdem versuchen wir es immer wieder. Warum? Weil es ein ewiger Traum ist. Nice. Die Rakete ist sicher gestartet. Das war der erfolgreiche Start Nummer 1. Ein gigantischer Brocken Metall durchbricht den Himmel und fliegt ins All. Das übersteigt jede Vorstellungskraft. Mhm. Das haben wir ja auch bei Kerbal Space Program schon sehr viel sehen können. Ich wünschte, auch normale Leute könnten eines Tages ins All reisen. Zu viele Wörter. Moosbach City hat meistens sonniges Wetter und einen beständigen Wind. Ein idealer Ort, um Raketen ins All zu schicken. Wenn ich jünger wäre, würde ich mit Sicherheit Astronaut. Oder wäre ich? Habe ich wahrscheinlich auch nicht richtig gelesen, sorry. Nein, dazu ist es nie zu spät. Ich werde es versuchen. Ja, immer daran glauben, an seine Träume. Immer glauben. Okay, wir gehen weiter. Kann man noch den Brief durchlesen? Das wäre übelst. Nice. Das ist eine Ankündigung eines Diebstahls an die Belegschaft des Raumfahrtzentrums. Wie geht es euch? Wir hoffen gut. Schon bald werden wir euch einen Besuch abstatten, um euren Raketentreibstoff zu stehlen. What? Bitte versucht nicht, uns aufzuhalten. Wir nehmen den Treibstoff auf jeden Fall mit. Egal, was ihr unternehmt. Auf das die Landmassen wachsen. Team Magma. Oh, sind die einfach bedenklich, Leute. Okay. Aber das habe ich euch heute auch schon genug oft gesagt. So. Natürlich hat es hier noch Leute, die man ansprechen kann. Die Arenaleiter dieses Ortes sind ein ausgezeichnetes Team. Die Kombination ihrer Attacken ist einfach exzellent und wow. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch alle Leute hier durch. Und dann wäre es eigentlich für heute mal gewesen. Wir machen dann morgen die siebte Arena. Und dann der Rest von der Geschichte eigentlich weiter. Wir versuchen noch einen Relikant einzufangen, damit wir das auch hinter uns gebracht haben. Abhängig von den speziellen Fähigkeiten eines Pokémons werden einige Attacken in ihrer Wirkung verändert oder sogar wirkungslos. Was? Ey, das habe ich ja gar nicht gewusst. In der Nähe von Moosbach City kann man wilde Weimar sehen. Weimar Watching. Bester Joke. Moosbach City. Unser Motto: Liebe Pokémon. Okay, kurz und knapp. Mein kleiner Bruder liebt es, die Geheimbasen der anderen zu finden. Oh, schon? Hast du dir eine Geheimbasis in Route 119 eingerichtet? Also der sagt sicher immer dort, wo wir unsere Basis eingerichtet haben. Ich habe das von Treu bekommen, weiß aber nicht, was ich damit machen soll. Ich glaube, es heißt Kingstein. Möchtest du das haben? Warum willst du das haben? Du bist komisch. Du kannst es behalten, aber erzähl es nicht Treu. Ey, Kingstein ist eigentlich nice. Also, ja, einfach für Quaxo und für Letter. Letter King? Nein, nicht Letter King. Lasho King. Es gibt zu viele Kings.
Okay, eine Kollektion seltener Steine. Hä, kann man Tunnel hier gar nicht bekommen? Vielleicht ist das erst nach dem Spiel. Oder nach der Hauptstory. Hm, dein Logok. Es mag Pokeriegel Rot, nicht wahr? Nein, ich bin mir sicher, es mag Sicherheit Pokeriegel Rot. Nice, er hat uns gerade gesagt, was er liebt. Mein Mann weiß auf den ersten Blick, welche Art von Pokeriegel ein Pokémon mag und welche nicht. Und welche nicht? Welches mag es nicht? Ja, er sagt nur, welche die er mag. Alright. Am Raumfahrtzentrum auf der Insel werden große Raketen gestartet. Dort ist vor kurzem ein Brief angekommen, der für Aufregung gesorgt hat. Hm, welcher Brief meint sie? Ich habe von einem Freund, einem Matrosen, gehört, dass Team Aqua sich in Seagrass Sulp City aufgehalten haben soll. Aber dann ist jemand gekommen und hat sie aufgemischt. Und in Mosbach City ist Team Magma. Wenn du wissen willst, was sie vorhaben, dann geh zum Raumfahrtzentrum. Okay. Und im Supermarkt, was ist dort noch? Natürlich ein Supermarkt. Beleber ist einfach fantastisch. Gib es einem besiegten Gegner, besiegten Pokémon und es ist wieder fit. Aber Vorsicht, Beleber füllt nicht die verbrauchten AP neu auf. Okay. Der Netz und der Tauchball sind seltene Pokébälle, die in Mosbach City hergestellt werden. Ein Netzball ist höchst wirkungsvoll bei Käfer- und Wasser-Pokémon. Der Tauchball ist wirkungsvoll bei Pokémon, die in der Tiefsee leben. Ja, macht eigentlich mehr Sinn als in den späteren Spielen. Bei Tauchball ist dann mehrheitlich dafür gut. Für Wasser-Pokémon einfach. Topschutz hält alle schwachen Pokémon auf Distanz. Von allen Schutzsprays hält dieses am längsten. Ah, nur schwache Pokémon. Also kommen trotzdem starke Pokémon durch. Bis jetzt hatten wir mehrheitlich Glück. Beleber. Müssen wir... Nein, müssen wir nicht aufstocken. Aber Topschutz müssen wir... Ich kaufe jetzt einfach 5 wieder dazu. Wenn wir schon hier sind. Hypertränke können wir noch so lassen. Ich glaube, so ist easy. Ja, Leute. Ich glaube, dann speichere ich mal das Spiel. Dann haben wir morgen die Arena noch vor uns. Beziehungsweise noch die Story. Ich glaube, morgen wird halt dementsprechend auch noch beim Raumfahrtzentrum was passieren. Also ich nehme es jetzt mal sehr fest an. Ja, dann wird das auf uns zukommen. Vielleicht werden wir noch nach Xenoroville kommen. Ja, wahrscheinlich schon. Das ist ja unser nächstes Ziel, also unsere nächste Ortschaft. Dann können wir eigentlich morgen vielleicht 2 Arenen machen. Das ist nice. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag, restlichen Samstag. Jeden Tag um 2 Uhr nachmittags wäre ich hier wieder live. Ich glaube, ist alles gesagt. Also, bis zum nächsten Mal hier wieder auf dem Dreamers Channel. Peace out. Bye.